Herzlich willkommen im Kitchen Club, ihr Lieben. Nichts geht über das gute alte Soul Food. Was haben wir heute für ein Thema? Salatdressings. Ich erkläre euch heute, warum ihr nie wieder ein Fertigdressing kaufen solltet. Diese Fertigdressings sind voller Zucker, voller Geschmacksverstärker, Stabilisatoren, irgendwelche E-Nummern, die man ergoogeln muss und die einfach nicht gesund sind. Und es geht doch so einfach. Es geht so schnell. Deshalb zeige ich euch heute drei Rezepte, wie ihr Salatdressing machen könnt. Einfach, simpel, schnell und vor allem lecker. Los geht's. Und zwar mit einem normalen Hausdressing. Und zwar so, wie wir es im Müllers machen. Also exklusiv für euch. Jetzt hier. Ein Hausdressing ist eigentlich ein klassisches Dressing, was aus Schalotten besteht. Senf für die Emulsion. Ein bisschen Brühe. Wir brauchen natürlich einen schönen Essig. Wir brauchen Öl, um das Ganze zu emulgieren. Da kennt ihr mich mittlerweile, benutze ich immer gerne mehrere Ölsorten. In dem Fall haben wir kein Ei, sondern Mayonnaise, die wir nehmen. Das ist natürlich eine selbstgemachte Mayonnaise aus dem Müllers. Und der ultimative Trick, um richtig Umami reinzubekommen, sind bei uns getrocknete Tomaten. Die dürft ihr kaufen. Los geht's mit den Tomaten. Die schneiden wir uns einfach ein bisschen klein, damit unser Zauberstab ein bisschen einfacher hat. Ab in den Messbecher. Dann Schalottenwürfel. Feinst geschnitten, müsst ihr nicht so fein schneiden, wird eh gemixt, aber ist schöner. Senf für den Geschmack und zum Emulgieren. Mayonnaise ebenfalls Geschmack und Emulgieren. Nicht zu viel von der Mayonnaise, sonst wird das Ganze zu cremig und man soll die Mayonnaise eigentlich im Dressing nicht mehr sehen hinterher. Dann geben wir ein bisschen Champagner-Essig dazu. Weißer Balsamico tut's auch. Die alte Liebe oder was ihr sonst noch in eurem Küchenfach habt. Brühe, Gemüsebrühe, Hühnerbrühe, Kalbsfond, was ihr mögt und ob vegetarisch oder eben nicht. Und dann mixen wir schon mal. Ein bisschen Zucker können wir noch dazu geben, entweder Zucker oder Honig. Wir haben gerade darüber geredet, nur wenig, eine kleine Prise. Ein wenig Salz, ein bisschen Pfeffer. Ah, das ist Nelsons Bio-Pfeffermischung, die es auch bei uns im Shop gibt. Und dann wird gemixt. Jetzt ist fertig. Noch nicht ganz fertig, denn es fehlt natürlich das Öl. Das geben wir jetzt dazu. Olivenöl gibt immer einen wunderschönen mediterranen Geschmack. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es hat eben auch, wenn es ein gutes Öl ist, auch viele Bitterstoffe, die das Ganze auch schnell ein bisschen zu einseitig, zu bitter, zu olivig machen können. Deshalb gerne nochmal ein Rapsöl oder in dem Fall ein Traubenkernöl dazu. Dann haben wir eine wunderschöne Emulsion. Generell sollte ein Dressing immer etwas stärker schmecken, als man denkt. Man probiert es und denkt sich, oh, das ist aber krass. Wenn ihr es dann aber in Verbindung mit dem Salat probiert, deshalb empfehle ich eigentlich auch Dressings immer mit einem schönen Salatblatt zu probieren, dann neutralisiert sich das Ganze wieder und dann merkt ihr auch, dass es immer sinnvoll ist, ein Dressing etwas kräftiger abzuschmecken. So, schnelle Nummer. Ah nee, das war ja Steffen Hensler. Egal, fertig, Hausdressing, dann. Gehen wir zum nächsten Dressing. Jetzt möchte ich gerne was Leichtes, schön für den Frühling, für den Sommer, und zwar eine Himbeervinaigrette. Ich liebe oft Salate, wo man den Salat wirklich mehr im Vordergrund hat und wo wir wirklich nur ein bisschen die Säure haben, ein bisschen Süße, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, und das lässt sich hervorragend mit so einer leichten Himbeervinaigrette machen. Dafür brauchen wir zum einen wieder ein paar Schalotten. Das ist im Übrigen auch die Vinaigrette, die wir im Müllers zu den Austern zum Beispiel servieren. Auch hier wieder ein bisschen Senf, aber deutlich weniger, als wir das beim Hausdressing hatten. Nur so ein bisschen. Ein ganz bisschen Brühe geben wir auch dazu. Einen Essig, und da sind wir natürlich jetzt bei der geschmacksgebenden Zutat, nämlich Himbeeressig. Ah, ich liebe Himbeeressig. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich glaube einfach, die Kombination mit der Süße, die macht einfach total Spaß. Färbt das Ganze natürlich auch dementsprechend. Oh, das war jetzt einiges, ne? Aber naja, kriegen wir schon hin. Apropos Süße, gerne auch über ein bisschen Honig. Unterstützt natürlich auch nochmal den fruchtigen Geschmack der Himbeere. Wenn man eine Frucht rausbringen will oder die in den Vordergrund bringen möchte, dann hilft natürlich immer ein bisschen Zucker. Und diesmal können wir es auch easy angehen lassen mit dem Schneebesen. Wirklich einfach rein emulgieren lassen, das Öl, Traubenkernöl. Man sagt eigentlich immer ein Drittel Essig, zwei Drittel Öl. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Öl reingeben. Auch hier natürlich ein bisschen Salz. Ein wenig Pfeffer. Der Vorteil für euch ist, ich habe euch die kompletten Rezepte hinterlegt. Und die könnt ihr wirklich eins zu eins genau so machen. Da passiert nichts. Aber hier bei YouTube oder auch zu Hause bin ich natürlich so ein Freestyle-Koch. Und dann taste ich mich mit dem Geschmack ran, probiere. Und es ist ja auch so, man ist nie gleich, ne? Jeder Tag ist anders. Und einen Tag braucht man ein bisschen mehr Salz. Gibt es Tage, da braucht man ein bisschen mehr Zucker. Gibt es Tage, da braucht man ein paar mehr Streicheleinheiten. Genauso ist es natürlich auch beim Dressing. Deshalb immer ein bisschen Freestyle bei mir. Schön.
Wir haben eine schöne Süße, es ist ein leichtes Dressing, was wir natürlich nachher nochmal aufmontieren oder aufmixen müssen, was nicht ganz so emulgiert wie unser Hausdressing, aber Himbeere-Vinaigrette dann. Das letzte Dressing für heute ist ein Joghurt-Dressing. Ich liebe auch Joghurt-Dressing und davon gibt es natürlich ganz viele Ableitungen. Denken wir an die Tzatziki-Soße. Kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Mit Dill, mit Zwiebeln, mit Knoblauch. Wir halten es wirklich einfach. Ein schöner Naturjoghurt, den wir hier in die Schüssel geben. Auch hier wieder ein bisschen Senf. Ah, ich stehe einfach auf Senf. Salz und Pfeffer. Dann brauchen wir beim Joghurt-Dressing relativ wenig Säure. Da kann man, finde ich, auch wunderbar mit einer Zitrone zum Beispiel arbeiten. Jetzt ist mir doch glatt ein Kern reingefallen. Noch einer. Das passiert, wenn man so schlampig arbeitet. Und dann können wir schon mal verrühren. Ich gebe noch dazu ein bisschen an Essig. Nicht viel. Und emulgiere das Ganze nochmal mit Olivenöl ein bisschen auf. Mit dem Olivenöl müsst ihr wirklich aufpassen. Auch die Zitrone. Da sind wir natürlich sofort irgendwo in Italien, irgendwo oder Griechenland, Türkei, sofort Mittelmeer. Aber das ist, was ich meine mit Joghurt-Dressing. Ihr könnt es wirklich in verschiedene Richtungen bringen. Zitrone, Olivenöl, da sind wir natürlich schon in einer ganz bestimmten Aromenwelt. Wenn ihr ein anderes Öl nehmt oder eine andere Säure, dann könnt ihr euch auch schnell wieder davon wegbewegen. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Essig dazu. Salz hat mir noch gefehlt. Und dann rühren wir das Ganze nochmal auf. Wir nochmal. Ganz simpel, ganz easy, fertig. Drei schnelle Dressings. Alles, was wir noch machen müssen, ist den Salat damit napieren und probieren. Bis gleich. Also, unser Salatdressing Nummer 1 war ein Hausdressing oder ist ein Hausdressing mit getrockneten Tomaten, bisschen Mayonnaise, relativ stark emulgiert und kräftig im Geschmack. Für die Leute, die es etwas kräftiger mögen. Unser zweites Dressing ist was Leichtes. Leichte Süße, Himbeer-Vinaigrette. Die muss man immer noch mal entweder in der Flasche mixen oder noch mal aufrühren. Nicht so stark emulgiert. Auch die lassen wir schön über unseren Salat laufen. Und zu guter Letzt unser Joghurt-Dressing. Wieder ein bisschen gehaltvoller, kann man aber auch leicht halten, kann man ein bisschen schwerer machen durch Knoblauch. Also das kann man wirklich in verschiedene Richtungen bringen. Wir sind heute relativ klassisch geblieben. Auch das lassen wir hier sehr schön drüber laufen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, in diesem Video konnte ich euch gut zeigen, dass es sich absolut nicht lohnt, Dressing zu kaufen, dass es einfach schnell gemacht ist, dass es gesund ist. Ja, kocht es einfach mal nach, checkt euch die Rezepte ab, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da oder schreibt auch, wenn euch was nicht gefällt. Ich bin für euch da, passt auf euch auf, genießt den Sommer, liebt den Frühling. Wir sehen uns im Müllers. Tschüss, ne? Jetzt probiere ich mal.